Guten Morgen. Wir sind mittlerweile in San Diego. Und sind hier Bobtail unterwegs. Das heißt, wenn ihr da im Spiegel das seht, ohne Trailer. Und müssen hier in San Diego einen Trailer holen. Mit dem leeren Trailer fahren wir wieder nach Los Angeles, nach Corona. Und da werden wir dann beladen. So ist der Plan. Mal gucken, ob das alles so aufgeht, wie wir uns das denken. Ja, es ist jetzt hier 10.45 Uhr, 20 Grad. Die Sonne kommt auch jetzt gerade erst durch. Ihr müsst wissen, zurzeit herrschen hier überall viele, viele, viele Waldbrände. Und ja, von hier bis Los Angeles und Nordkalifornien bis San Francisco und Oregon rein. Überall Dunstwolken, Smogwolken von den großen Waldbränden. In Nordkalifornien soll es richtig heftig sein. Ich hoffe nicht zu schlimm. Es ist auch schon ein Riesenhotel abgebrannt, viele kleine Häuser, schon viele Tote. Es ist wirklich nicht schön. Also ja, und wir müssen natürlich da durch, weil wir von hier aus dann... Pack, 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 pack. Weil wir von hier aus dann direkt nach... Langley? Nee, wo fahren wir hin? Nach Kelowna in British Columbia, Kanada fahren. Ja, wir müssen abwarten, was uns da erwartet. Ach so, der ist auch da. Guten Tag. Guten Tag. Ganz vornehm heute. Guten Tag. Guten Tag, sagt er. Ja. Ich bin auch da. Was? Ja, ist nicht mehr so. Ist schon wieder leicht pastell. Ja, ich kann das ja nicht jede Woche machen, ne? Will ich auch gar nicht. Ja, jetzt müssen wir hier mal gucken. Hier ist so ein extra Mile Truckstop. Hier gibt es immer so frische Backsachen. Mal gucken, ob wir da heute was kriegen. Hier ist ein Flughafen. Ihr müsst wissen, alles was ihr so im Umkreis hier seht, da hinten, falls ihr das noch seht, die Umrisse von den Bergen. Da müsstet ihr das eigentlich sehen können, so ganz geradezu. Das ist alles schon Mexiko. Also hier sind wir so dicht an Mexiko dran, dass wir da wirklich hinspucken können. Gut, jetzt halten wir an, gehen da mal rein, gucken nach frischen Backwaren. Und ja, ich melde mich. So, ich will gerade loslegen. Alter, was lachst du denn da? Na, was soll ich sagen? Die hat die Kamera gesehen und die möchte auch was dazu. Alter Schwede. So, wir sind schon wieder raus, das heißt auf dem Weg raus aus San Diego. Da gibt es leider nichts zu filmen, bis auf den Trailerpark, wo wir da drinnen waren. Weil wir kommen nicht mit dem Truck durch die Stadt. Wir fahren also wirklich immer nur so an Außengebiete, um Trailer zu holen oder Trailer abzustellen oder dergleichen. Da gibt es echt nichts zu filmen. Ja, jetzt sind wir schon wieder Richtung Los Angeles, beziehungsweise Richtung, ja, Richtung Kanada, kann ich schon sagen. Von hier aus bleiben wir jetzt eigentlich immer erstmal auf der 15, oder? Nee, wir fahren jetzt zum Laden. Ach so, wir fahren ja noch nach Corona, richtig. Ja, wir fahren jetzt nach Corona noch, also das ist wieder bei Los Angeles, da laden wir. Und ich mach mal hier so einen Schwenk hier rüber. Sieht immer ganz nett aus, wie die Häuser hier so in die Berge reingebaut sind. Ja, und von da aus werde ich mich dann auf jeden Fall nochmal melden. Ja, bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht so viel noch zu sagen. Sehen wir das dann?
sie ja immer so ganz cool gemacht. So. Okidoki, ich melde mich, wenn wir in Corona sind, beziehungsweise von da wieder losfahren. Jetzt stehen wir in Corona. Wir haben dich erwischt. wurden gerade beladen, wir sind fertig. Ich wollte euch mal den Blick hier zeigen, wenn der Frank das dann mal kurz runternehmen kann. Was willst du was zeigen? Was? Ich will bloß zeigen, wo wir hier stehen. Willst du was zeigen, was toll aussieht? Ja. Okay. Willst du nicht da vorne hingehen, dann kannst du das besser sehen. Nee. Ich habe keine Sicherheitsschuhe an und die das meckern stimmt. Hier. Das eben. So, jedenfalls guckt mal bitte. Das im Hintergrund. Und hier oben stehen wir zum Laden, sind jetzt fertig. Und ja, jetzt können wir in Richtung Waldbrände fahren. Oh Mann, das ist da so schlimm, wo wir lang müssen. Wir haben es ja schon auf dem Herweg ganz doll gemerkt und gerochen und es war ganz diesig von Smoke und ganz schlimm, aber jetzt im Moment soll es noch schlimmer sein. Ich habe mich gerade bei einer Freundin erkundigt, wie es denn da aussieht und sie meinte, ganz schlimm, wirklich ganz schlimm. Ja, wir werden sehen, wie weit wir heute kommen und alles so sauber hier, ne? Ja, so weit werden wir heute garantiert nicht mehr kommen, denke ich mal. Wir haben bloß noch, weiß ich nicht, 5 Stunden oder sowas. Schichtzeit. Also, ja. So sieht's aus. Aber ich denke, ich werde mich bestimmt heute nochmal melden. Hallo Leute! Wir sind jetzt schon, naja, ist noch Kalifornien, aber nicht mehr allzu lange, dann sind wir in Oregon. Und diesmal eine andere Strecke, nicht über Seattle, sondern hier über die 97 nach Kanada, keine Ahnung, wo wir überall durchkommen. Wir waren hier schon, aber ihr noch nicht. Hier gibt es natürlich richtig schöne Ecken. Ich mache hier mal schnell ein bisschen da unten zum Beispiel, da wo der Frank sitzt. Ihr könnt es gut sehen. Niedliche kleine Seen. Niedlich, stimmt. Ach, schnell wieder zurück. So richtig schöne Gegend hier. Ja. Da oben Schnee in den Bergen. Ja, wenn es hier irgendwas noch Tolles zu sehen gibt, zeige ich euch das natürlich. Aber wir können ja trotzdem mal hier Hallo sagen. Hallo. 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 Ich sitze unten, tut mir leid, ich kann nicht mehr. Ja. Ja, so sieht es mal aus. Ich auch. Auf jeden Fall zeigen, wenn es was Schönes zu sehen gibt. Also landschaftlich schon eine tolle Sache hier. Kann man wirklich nicht anders sagen. Slide left on
South Main Street, US 97, and then slide right in 480 meters.
ja mal schöne Bilder, ha? Ja, es ist noch recht früh, wir sind unterwegs. Es ist noch vor 7 irgendwie. Ja, waren schöne Bilder, finde ich. Wollte ich euch nur kurz zeigen. Minus 3 Grad. Ja, es ist schweinekalt. Als ich aufgewacht bin, habe ich eine ganz eiskalte Nase gehabt. Wir haben noch keine Heizung angehabt, nichts. Minus 3 Grad. Ja, aber so schnell bin ich sonst nie in den Klamotten. Okay, ich wollte euch eben nur da an dem Sonnenaufgang teilhaben lassen. Und bin auch schon wieder weg. Ihr wisst ja Bescheid, wenn es was gibt, mache ich an. Guckt mal, das sieht doch toll aus, oder? Ja, hier ist eine Rest-Area und schöner Ausblick. Hier kommt der Frank. Gucken, vielleicht kann der ja noch weiterlaufen da mit euch. So, ja, da hinten ist der alter Schmiede, das ist ganz schön hoch, 12.300, 14.400, das sind ja, Mann oh Mann, 3.500 Meter. Okay. Nette Aussicht hier. Wollen wir mal schauen.
Watch for Rattlesnakes nach. Hier macht einer eine Hörprobe an seinem Kühler. Leute gibt's. Den kennen wir schon hier, den haben wir schon mal gesehen. Ist kalt. Jetzt kalt? Ja, und da drin ist wieder so warm. Aber hier sind 17 Grad. Das ist mir doch egal, im Schatten ist kalt. Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut, ja? Ja. Gut, dann bleibst du hier stehen jetzt oder wie? Mhm. Oma? Oma. Oma. Ja, ja. Oh, da gibt es noch ein Schild. Das werden wir uns kurz angucken. In Seattle waren wir schon mit den Leuten. Ja, ja. Wo sind wir jetzt, Gabi? Wo wir jetzt sind? Ja, Gabi, wo sind wir jetzt? Muss ich mal überlegen, wir sind die 97 gefahren. Und dann irgendwie auf die 82 oder 28? 82. 82, hier. Ja, Yakima, genau, da kommen wir hin. Da sind wir. In der Nähe. Und da oben müssen wir raus. Da. Nein. Da. Da. Ob die 97 hier nicht eingezeichnet ist, dann zieht sich meine Erkenntnis. Wir fahren beim H raus. Genau. Ready to go? Das Auto läuft. Nein, das Auto fährt. Es läuft. Ein Auto kann nicht laufen, ein Auto hat Räder. Keine Füße. Der Motor läuft. Der Motor läuft. Oh Mann, ey. Ich mach das mal lieber aus hier. Wir wissen ja auch, dass ein Pferd ein Rennt heißt. Nein. Ja, meistens ist es ein steht rum. Ja, und ja. So, hier haben wir schon wieder die Oma. Die macht schon wieder Bilder. Aha. So. Interesting. Ja. So, hier können wir jetzt mal ein bisschen gucken. Und das sogar ganz schön weit. Ja. Dann werden wir jetzt gleich mal runterfahren. Um viel Anlauf zu nehmen und auf der anderen Seite wieder hochzufahren. Aber naja, oh, da müssen wir wohl durch. Zum Glück müssen wir ja nicht laufen. Auf der Seite ist es auch ein Bergchen. Alle Leute gucken sich das hier mal so ein bisschen an. Okay, das war's als Übersicht. Weiter geht's. Schön aus hier, wa? Sind wir mittlerweile in Washington.
Morgen, neuer Tag, neues Glück. Kelowna, British Columbia, Kanada. Sieht schon schön aus, oder? Kann man nicht anders sagen. Hier sind wir übrigens gestern, das heißt im letzten Film, sind wir dann hier abends lang gefahren, da habe ich dann aufgehört zu filmen. Das habe ich euch ja dann auch auf Setzebild draufgeschrieben. Weil es dann einfach zu dunkel war, konnte ich nicht mehr weiterfilmen. Und das ist hier die Strecke, die wir dann noch gefahren sind, im Dunkeln. Und die fahren wir jetzt schon wieder zurück. Zum Laden. Ja, wir müssen jetzt nach, wie heißt das? Oliver. Nach Oliver. Zu Oliver. Zu meinem Freund Oliver. Nein, der Ort heißt Oliver. Da müssen wir zum Laden fahren und dann müssen wir wieder zurück nach Calgary. Ja, sieht schon toll aus hier, schöne Gegend. Aber zum Fahren, also für mich, meine Fußnägel kribbeln mir immer, Fußspitzen, weil es da immer so bergab geht. Und gestern Nacht habe ich ja da auf der Seite gesessen. Boah. Die Leute, die unsere Filme sich angucken, wissen, dass ich ein bisschen Höhenangst habe. Naja, dann lasst euch mal ein bisschen von dieser Gegend hier inspirieren. Summer night, the shine of love and the spark of love to be. Stars align and the moon time night burn like a ground out leaves. Are we leaving on the next train, baby? I do believe. Come on, let's ride this train. Come on. Five, I don't hear it in my song. I'm gonna pull my weight, don't get me wrong. Brand new start and a whole new part. They are big old shoes to fill. I'll be there on that platform, babe. No, I will. Come on, let's ride this train.
right now. Oh, genau das hasse ich ja hier, was? Bilderbuch Kanada. Ja. Stand da eben? Nee, sag ich dir. Ja.